Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Division One Squad Challenge. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Division One Challenge. Wir sind am Start mit der dritten Episode und die letzten beiden haben wir sowohl mit dem BSG-Team als auch mit dem Pack-Team, dem Null-Chemie-Team quasi, verkackt. Heute soll das Ganze besser laufen und zwar mit einem Bronze-Team. Wird auf jeden Fall spannend, ist die vorletzte Challenge, die ich mir ausgedacht habe. Und wenn euch das Ganze heute gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben. Da habe ich mich gerade fast verhaspelt, aber gut, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich selber freuen, ist die beste Unterstützung. Weitere möglich in der Videobeschreibung. Links zu Instagram auf jeden Fall auschecken. RandyRun, Twitter, Facebook auf jeden Fall auch vorbeischauen. Wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich sehr drüber freuen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare Serienvorschläge, beziehungsweise auch bei Facebook und bei Instagram. Und in die Kommentare könnt ihr mir auch schreiben, ob ihr eventuell noch Challenges für die Liga 1 habt. Beispielsweise All-Star-Time. Ich glaube, das werde ich demnächst mal machen. Eine All-Star-Time-Challenge. Habt ihr da Bock drauf? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Heute ist wie gesagt Bronze. Ich habe in der Silber-Challenge gesagt, dass wir die Bronze-Challenge auch verloren haben. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, weil die Bronze-Challenge, die ich aufgenommen habe, habe ich verloren. Aber naja, die Aufnahme ist beschädigt. Und deswegen konnte ich das jetzt nicht benutzen. Da habe ich 4-1 verloren. Relativ bitter. Dann bin ich auch abgestiegen, glaube ich zumindest. Oder nee, Quatsch, das war das erste Spiel in dieser Saison jetzt hier gerade, in der ich momentan mit 13 Punkten einer Niederlage stehe, genau. Ja, das war ein bisschen bitter, weil wir auch geführt haben, aber dann gegen das Team einfach gerade, weil es zu pacehurig war, verloren haben. Aber jetzt seht ihr gerade das Team, oder stelle ich euch ganz kurz auch mal vor. Im Tor war Bellot, das ist der Keeper von RB Leipzig. Sieht sehr stark aus. 70 Reflexe und 71 Abschlag für den Bronze-Keeper. Sehr, sehr stark, ein 86 groß. Dann haben wir Arthur Warrior, einen sehr, sehr körperstarken und physisch starken Innenverteidiger mit 65 Tempo, deswegen ist er hier drin. Zierer ist einfach, weil er schnell ist mit 70 Tempo und ich einen Strongling zum Keeper brauchte. Rechts haben wir Barry, der kann nicht verteidigen, ist aber dafür relativ schnell. Mit 80 Tempo hat offensiv ein paar Qualitäten und hat gute Physiswerte. Jacobsen auf der linken Seite sieht richtig stark aus für den Bronze-Verteidiger. 74 Physis, 62 Defending, 61 Dribbling, 58 Passen, 56 Shooting, 73 Tempo und ein bisschen mehr Defending und er könnte sogar ein Goldverteidiger sein. Wenn er jetzt irgendwie 76 Defending hätte, wäre der Gold. Ansonsten sind die Werte nämlich echt in Ordnung. Gillette hat irgendwie Gillette nicht so wirklich benutzt, wenn man immer genau hinguckt. Hätte er mal lieber Gillette Fusion anstelle von Gillette Simon nehmen sollen. Aber mittlerer Arbeitsraten 1,71 leider nur groß, ansonsten sehr starke Werte. Alles über 60 außer Shooting. Das heißt, ein guter Allrounder im zentralen Mittelfeld. Auf der anderen Seite der Bruder von Lacazette. Der hat im letzten Part übrigens, also in der letzten Episode mit Bronze übrigens auch gegen uns gespielt und nicht getroffen, was natürlich an seinem Bruder Romual lag. Der ist 22 Jahre sogar schon alt. Ja, 69 Tempo, 67 Füße, ansonsten keine herausragenden Werte, aber ist in Ordnung auf der 10. Jetzt kommen wir zur Offensive, beziehungsweise ja, zum Punktstück und zwar den zentraloffensiven Mittelfeld und im Stürmer. Und zwar haben wir da einmal Ben Ali, der hat 75 Tempo, 65 Shooting, 75 Dribbling, 62 Passen für einen Stürmer. Bronze-Stürmer, überlegt mal, der hat mehr Passen als der Kollege Gillette und das ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Also richtig stark. Kann man auch als 10er spielen und genau das mache ich hier auf 75 Tempo. Leider keine Forster-Skills, 1,68 große Hohmittelarbeitsraten. Sieht ganz nice. Hat das letzte Mal das Tor geschossen und ist gerade mal 20 Jahre alt. Das heißt, der wird auf jeden Fall Spaß machen. Dann haben wir auf der linken Seite den Kollegen Bamba auch. Der hat nur 3 Sterne Skills leider, aber immerhin auch 59 Passen, was in Ordnung ist. 70 Dribbling ist super eigentlich für einen Bronze-Spieler. 70 Shooting ist bombastisch, also das geht kaum besser. 79 Tempo ist auf jeden Fall gut. Alain Saint-Maximin, bei dem letztens eine lustige Story war, hat er schon auf 96 Seite. Übrigens spielt 96 gerade links von mir in Belek gegen Hertha BSC. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Das Spiel werde ich eine Halbzeit machen. Ja, da wurde geschrieben auf der 96 Seite von Facebook von wegen Trainingsschuhe aus und ab nach Hannover zurück. Dachte ich schon, oh, verletzt. Nein, schöner Grund. Seine Frau hat in Hannover ein Baby erwartet. 96 erwartet Nachwuchs. Sehr, sehr süß auf jeden Fall. Der Junge ist zwar erst 18 Jahre alt. Der ist 6 Monate jünger als ich, was irgendwie krass ist. Aber gut, von mir aus, kann er gerne ein Kind bekommen und scheint sich auch darüber gefreut zu haben und zufrieden zu sein. Von daher alles Gute für die und sieht von den Werten ja auch krass. 76 Dribbling für einen Bronzespieler, besser geht's kaum. Und 84 Tempo dazu, 62 passen ist auch in Ordnung, 58 Shooting geht auf jeden Fall gut klar. Und vorne drin Jean-Louis, ja, Akpa Akpro. Ich denke immer, dass der Chuba heißt, aber das ist Chuba Akpom, der ehemalige Arsenal-Stürmer oder immer noch Arsenal-Talent. Forster Skills, was sehr nice, hohe Mittelarbeitsrate, 1,82 groß, 81 Tempo, 63 Dribbling, 68 Füße, 63 Shooting. Das sind äußerst gute Allround-Werte, das ist mit so der beste Bronzestürmer, den man sich vorstellen kann. Ja, hätte ein bisschen mehr Shooting, vielleicht ein bisschen mehr Dribbling, aber theoretisch ist er auf jeden Fall genauso gut wie Bamba und beziehungsweise auf einem Level und der hat sogar noch Forster-Skills und Hochmittelarbeitsraten, während Bamba keine Forster-Skills hat. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, mit dem Team kann man sich die Challenge schaffen, wenn man nicht auf das krasseste Team trifft. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, aber ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin. Ihr seht, ich bin in Division 1. Ich denke mal, ihr wisst auch, dass ich da nicht irgendwie Scheiße mache. Sondern wirklich in der Liga spiele. Ich suche dann gleich in der Halbzeit einen Gegner und dann sehen wir uns wieder. Ja, bis gleich. So, Gegner wurde gefunden. Es ist Halbzeit, Hannover liegt 0-1 hinten, aber das soll mir jetzt erstmal egal sein. Starkes Team, dummerweise mit richtigen Beast-Spielern. Begovic im Kasten, meine Nemesis. Vertonghen, Rojo, Damian, Enrique, Ramirez, Shaqiri, Eriksen, Mirallas, Sturridge und Lukaku. Bah! Wird auf jeden Fall eine ganz schwere Kiste, gerade defensiv sehr stark. Mal schauen, ob wir da irgendwas machen können. Ja, das ging schnell, Freunde. 1-0 durch Eriksen, fünfte Spielminute.
Ja, da siehst du einfach die Bronzespieler, das ist einfach nur mal so. Das war auch gut gemacht, keine Frage. Aber hier kannst du einen Ball haben. Ja, da kannst du ihn zweimal haben. Keeper kann haben, Verteidiger, der reingeht, auch. Aber so müssen wir dem Rückstand hinterherlaufen. Weniger Kraft konnte man in diesen Hackenpass auch nicht reinlegen. Bisschen schade. Könnt ihr jetzt mal den Ball bitte erobern? Das kann doch nicht wahr sein. Och, gerade so, ey. Bamba im 16er, aber abgeblockt. Das wäre die große Chance gewesen, theoretisch. Aber es kommt nicht zum Abschluss. So, jetzt nochmal Barry auf Saint-Maximin. Die Mirallas. Muss man auf dem Rechten haben. Flanke in der Mitte, aber haben halt auch keinen kopfballstarken Spieler. Park Pro ist auch nur 1,80. Und dann sitzt der im Weg rum. Ich fass es nicht. Und dann so eine Annahme von Arthur Wary. Es ist allgemein gerade faszinierend. Ich kriege nämlich den Ball ums Verrecken nicht hinten raus. Was daran liegt, dass meine Spieler einfach im letzten Moment, der letzte entscheidende Pass quasi, der alles rausmachen würde, der geht zum Gegner. Aha, geht zum Gegner. Also bisher läuft das noch gar nicht. Oh, hält aber noch. Ich wollte gerade schon sagen, das beschreibt irgendwie alles, aber zum Glück macht Lukaku den nicht rein. Wir kommen halt ich komme absolut nicht nach vorne. Das ist bisher keine Chance, aber jetzt vielleicht mal über einen Konter. Genau das ist die einzige Möglichkeit, denke ich mal, irgendwie nach vorne zu kommen. Ja, Enrique aber gegen Akpro sieht gut aus. Nochmal querlegen, Benali. Das ist doch nicht wahr. Dass der den wirklich nicht macht. Oh mein Gott, ey. Weißt du, da hast du die Chance, wahrscheinlich die einzige im ganzen Spiel. Und dann macht er es nicht rein. Oh, das wieder so knapp. Hätte ich vielleicht selber abziehen sollen, aber ich traue mich mit Sam maximal, vor allem mit links nicht zu schießen. Genau solche Dinger sind halt einfach tödlich. Ja, okay, erklärt ihn erstmal, aber das muss nichts heißen. So, jetzt vielleicht Bamba. Schön gespielt an sich. So, Vertonghen ist nicht so schnell wie, theoretisch nicht so schnell wie Bamba. Holt aber ganz gut auf irgendwie. Jetzt der Ball dahin. Ah, das ist halt auch wieder. Ist das, warum ist Lacazette so weit vorne? Wisst ihr, das ist, weißt du, der torungefährlichste Spieler wahrscheinlich im ganzen Team und der steht vorne. Benali. Oh, Mann! Ah, will nicht. Will nicht. Zwei Schüsse, einer aufs Tor. Natürlich total verdient die Führung. Aber, will er einfach nicht. Schönes Ding von Ball. Ich hab doch nur einen Ball gespielt. Ey, sag mal, geht's noch? Oh. Dumm. Komme ich nie mehr hinterher? Doch. Komm! Das ist der Ausgleich! Ich fass es nicht! Ist es Akpakpo gewesen? Es war Lacazette, natürlich! Natürlich war es Lacazette, ich glaub's nicht. Weißt du, ich verstehe überhaupt nicht, warum der da vorne rumläuft, aber er macht das Tor. Von daher kann es mir egal sein. Benali wieder mit dem Schuss abgewehrt. Und dann im Stile eines Weltklasse-Stürmers, im Stile von seinem Bruder, wenn es wirklich der Bruder ist. So, halten am besten jetzt. Komm! Nein, das ist Lacazette, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Oh, schade. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, hätten wir hier die Führung erzielt. Doppel-Olé, zweimal durch die Beine, aber jetzt müssen wir auch am Ball bleiben. Aha, warum denn dahin? Ich wollte eigentlich auch Benali spielen, schade. Jetzt nicht auskontern lassen. Und jetzt Akpo. Oh mein Gott. Begovic mit der Glanztat des Tages. Das wäre es natürlich jetzt absolut gewesen. Ecke von Gillet. Komm, Arthur Wary. Wieder Lacazette, der da hinspringt. Und jetzt nicht auskontern lassen. Böse. Komm.
Komm, 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 mach ihn rein. Oh mein Gott. Wie geil, wie nice. Bamba in der 90. Nachspielzeit. Nochmal ein Konter und wir führen und wir führen und wir gewinnen vielleicht. Ist das geil. Saint-Maximin auf Chuba Akpro und der liegt quer. Ist nicht Chuba, sondern Jean-Louis. Und dann der Abschluss unter die Latte. Hätte auch drüber hauen können. Locker. Alter Schwede. Komm, pfeif einfach nur ab. Oh nein, 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 es war so klar, es war so klar, es gönnt mir nicht den Sieg. Guckt euch das an, was ist das? Was ist das? Warum genau zu ihm? Ah, scheiße. Ich hab's geahnt, aber egal, unentschieden ist ein gefühlter Sieg, reicht mir, wenn es unentschieden wird. Ja, wird es. Ah, bitter, dass wir den einen Punkt nur holen, aber damit bleibe ich zumindest in der Liga schon mal sicher. Und im Endeffekt ist mir auch egal, weil ganz ehrlich, es ist ein Unentschieden mit einem Bronze-Team gegen so einen Gegner Liga 1. Arthur war mit einer 5,6, Jacobs mit einer 5,4, vollkommen zurecht. Die Offensive war richtig stark. Gillet hat mir auch nicht gut gefallen. Also die linke Seite war echt schwach. Sieht man auch an den Noten. Ja, ist schade, aber trotzdem nice, dass wir hier einen Punkt geholt haben. Hätte ich echt nicht erwartet. Im Endeffekt, erste Halbzeit natürlich deutlich unterlegen, zweite Halbzeit nur überlegen gewesen. Von daher sogar ein verdienter Punkt, würde ich sagen. Mehr Ballbesitz. Läuft auf jeden Fall. So, hier sehen wir nochmal, das war wirklich Liga 1. Wir sind mit 14 Punkten nicht abgestiegen und bleiben in der Liga, oder? 17? Nee, kann ich sogar noch, wenn ich jetzt noch mit dreimal gewinne, kann ich sogar noch Meister werden. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ist auch vollkommen egal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.